Die Zwiebel ist eine besondere Form der Blattmetamorphosen. Sie ist eine typische Speicherform der Monokotylen und es können entweder die Laubblätter speichern – das ist der Fall bei der Küchenzwiebel – oder es speichern die Niederblätter. Wie zum Beispiel beim Knoblauch. So, ich mache jetzt kurz eine Zeichnung von der Zwiebel. Also wenn man die Küchenzwiebel länger liegen lässt, dann treibt sie aus und man sieht, dass sich oben ein ergrüntes Oberblatt entwickelt. Dieses Blatt ist, wie man erkennen kann, röhrig geschlossen. Man bezeichnet das Oberblatt auch als Blattspreite. Hier kann man das verdickte Unterblatt erkennen. Das ist die Blattscheide. Und was hier ganz wichtig ist, es gibt keinen Blattstiel zwischen Blattspreite und Blattscheide. Hier haben wir noch die gestauchte Sprossachse. Und die sprossbürtigen Wurzeln. So, und beim Knoblauch sieht das Ganze so aus. Ich zeichne hier mal eine, wie man sagt, eine Knoblauchzehe. Das ist praktisch eine Tochterzwiebel. Von der Sicht von außen sieht das Ganze so aus. Und wenn man den Knoblauch dann wieder länger liegen lässt, bildet er einen Trieb, der ergrünt dann wieder. Das ist praktisch der Laubtrieb oder das Laubblatt. Dann haben wir hier wieder die gestauchte Sprossachse. Und ein häutiges Hüllblatt. Und von innen sieht das Ganze dann so aus.
dieser Teil ergrünt wieder. Das heißt, hier haben wir wieder die gestauchte Sprossachse. Dann das verdickte Niederblatt. Dann außen ist das heutige Hüllblatt wieder. Und dieser Teil hier drinnen ist natürlich wieder der Laubtrieb für nächstes Jahr bzw. das Laubblatt. Und die Knoblauchzehe ist natürlich nur ein Teil vom Knoblauch. Das heißt, wenn man den Knoblauch in der Mitte halbiert, also querschneidet, dann sieht das Ganze in etwa so aus. Also man hat hier die einzelnen Knoblauchzehen, beziehungsweise wie man dann richtig sagt, die Tochterzwiebeln. Das heißt, diese einzelnen Teile sind Tochterzwiebeln.